Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Speedwheel-Kanal. Aktuell läuft der Giro d'Italia und wir haben heute ein ganz spannendes Thema, was wir mit euch besprechen wollen. Zu Gast ist der Laurin. Laurin, moin, schön, dass du dabei bist. Hallöchen, freut mich hier auch mal den ersten Performance-Talk mit dir halten zu dürfen. Ganz genau, heute geht es um Leistung und zwar um die Leistung eines ganz speziellen Fahrers, der auch auf der ersten Giro-Etappe wieder in den Fokus geraten ist. Und zwar geht es heute um den Filippo Ganna. Und wir haben ein paar Eckdaten zusammengetragen. Und der Laurin wird jetzt erstmal starten, den Fahrer vorstellen und auch gleich zum nächsten Thema übergehen. Und zwar, was muss man denn als Zeitfahrer so alles für besondere Fähigkeiten haben? Genau. Ich würde sagen, Filippo Ganna ist, glaube ich, für alle, die so ein bisschen den professionellen Radsport verfolgen, eine der auffälligsten und dominierendsten, aber auch Radfahrer in der jetzigen Zeit. Er kommt aus Italien. Seine Leistungswerte, ja, da werden wir drauf später noch eingehen, sind auf jeden Fall beeindruckend. Und mit seinen 24 Jahren hat er doch schon viele sportliche Erfolge. Die jetzt alle hier aufzureißen oder zu erzählen, würde wahrscheinlich wirklich einfach nur das ganze Video sprengen. Wir wollen ja aber natürlich für euch noch ein bisschen Mehrwert liefern. Dementsprechend ganz kurz für diejenigen, die das noch eben noch nicht so einschätzen, was er bis jetzt schon geleistet hat. Vom Team UAE kommend ist er dann 2018 zu Ineos gewechselt, ist 2019 dann auch direkt der Einzelzeitfahr-Weltmeister in Italien geworden, wurde dort aber auch schon direkt Dritter in der WM und 2020 dann mit seinem Giro-Debüt hat er auch schon 4 Etappen dort abgeschossen, 3 natürlich in seiner Spezialdisziplin, dem Einzelzeitfahren. Das war auch, kurzer Einwand, das war auch schon eine extreme Leistung, dass, ich sag mal, er als Newcomer, sage ich, oder als noch relativ junger Fahrer, 4 Etappen abschießt bei einer großen Rundfahrt. Ich glaube, das kommt selten vor. Definitiv, vor allem eben diese 2 Komponenten, junges, also jung sein und dann auch noch das Giro-Debüt oder erstes Mal Grand Tour zu fahren. Da muss auf jeden Fall schon definitiv Leistung dahinter stehen. Genau, und aber auch eben 2020, im selbigen Jahr ist er dann auch Weltmeister geworden. Ist eine logische Konsequenz, denn auch er hat schon in den früheren Jahren durch all seine Bahnerfahrungen und auch die Erfolge dort sich ein gutes sportliches Fundament aufgebaut und auf der Bahn hält er auch den Rekord für die 4000 Meter, ist kurz vor den 4 Minuten, bei 4 Minuten einer Sekunde. Also wenn eine Person die 4000 Meter unter 4 Minuten schafft, dann wahrscheinlich in naher Zukunft er. Und wie man es dann schon wahrscheinlich sagen kann, er ist definitiv ein Zeitfahrspezialist und auch natürlich in der Bahn für die kurzen Disziplinen prädestiniert. Und was ganz interessant ist, um mal vielleicht auch dann den groben Überblick zu schaffen, was ist überhaupt für ein Zeitfahr notwendig oder was für Leistungen muss man denn erbringen dort, würde ich gerne auch noch mal ein bisschen auf die Studienlage eingehen. Und zwar war ganz interessant, wir verlinken das hier auch unten mal unter dem Video, gab es mal eine Untersuchung, eine Studie, aus Dänemark und Frankreich kommt, die sich mal angeschaut haben, das physiologische Profil für eben Einzelzeitfahren. Was benötigt man wie kann man denn dort in der Disziplin gut abschneiden? Da hat man dann 16 Fahrer von nationalen, mindestnationalen Niveau aufgestellt, verschiedene Testprotokolle durchfahren lassen und sie dann am Ende auch einen 26 Kilometer Zeitfahren absolvieren lassen. Und wir werden da gleich später nochmal ein bisschen über seine Leistungsdaten sprechen von Filippo Ganna, kann man auch da den Übertrag zu eben dem allgemeinen physiologischen Profil schaffen. Es ist so, dass eben eigentlich der erste Punkt eine hohe oxidative Kapazität vorhanden sein muss, um überhaupt die Werte, die Leistungsdaten treten zu können. Was ganz interessant ist, auch die Hämoglobinmasse, also die roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff eben in den Muskel transportieren, die sind definitiv auch vorhanden, wenn dort eben diese Leistungen erbringen werden müssen. Und das Zusammenspiel Mensch und Maschine, das ist ja auch etwas, was extrem interessant ist. Da hat Filippo Ganna natürlich auch extrem viel Zeit in dem Windtunnel verbracht,
an seiner Position gefeilt. Man muss sich ihn einmal kurz anschauen, wie er eben die Zeitfahren fährt. Gefühlt ist der Hintern über dem Kopf, also wirklich aerodynamisch extrem optimiert. Und genau, dieser Zusammenspiel ja, ermöglicht dann eben so eine extrem gute Zeitfahrleistung im Allgemeinen. Wie gesagt, aber die Studie ist auch unten verlinkt. Da könnt ihr das euch nochmal alles in Ruhe und detaillierter anschauen. Ist extrem spannend in meinen Augen. Das heißt, wir können auch sagen, der Fahrer ist eigentlich klar, er gibt seine physiologischen Bestwerte. Aber genauso wichtig ist auch das Material, mit dem er dann unterwegs ist. Das heißt, er kann dann auch nur seine Leistung entsprechend abrufen, wenn er dann das entsprechende Material, was auch zu ihm passt, dann natürlich zum Einsatz bringen kann. Definitiv, absolut. Also das ist auch so ein kleiner Reiz von diesem, von dieser Disziplin, Einzelzeitfahren. Ja, mit einer speziellen Einzelzeitfahrmaschine oder einem Zeitfahrrad da unterwegs zu sein. Was interessant ist auch, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, Kenny, ich habe das erste Mal auch jetzt hier in der ersten Giro-Etappe ein Vorderrad mit einem 100 mm ja, Tiefprofil-Felgen gesehen. Also die Geschwindigkeiten sind anscheinend mittlerweile so hoch, dass das auch ja, mittlerweile notwendig ist. Ja, ich bin auch überrascht, beziehungsweise mich würde auch mal interessieren von den Vergleichswerten. Pinarello baut sicherlich sehr, sehr gute Räder, gar keine Frage. Aber wie ja, er beispielsweise auch auf einem anderen Rad unterwegs wäre. Ich weiß, dass das neue Speedmax von Canyon auch sehr, sehr gute CWA- und Aero-Werte hat. Das wäre sicherlich auch mal interessant, wenn es dazu Studien gibt oder Vergleichswerte, um halt auch sehen zu können, okay, welches Potenzial steckt da noch in ihm, was kann man da mit dem entsprechenden Material noch rausholen. Ich glaube schon, dass das Team Ineos Grenadiers auf einem sehr, sehr hohen Niveau macht, auch was Bekleidung angeht und auch den Helm, Überschuh und was alles so dazugehört. Aber interessant wäre auch, wie so ein Topathlet dann auch auf der anderen Maschine unterwegs ist. Beispielsweise kann man das ja gut vergleichen mit dem Rowan Dennis, der damals auf der BMC Time Machine Weltmeister geworden ist. Und auch jetzt weiterhin sehr, sehr gute Werte auch bei Ineos vorweisen kann auf der Pinarello-Maschine. Ich glaube, weniger Einzelzeitfahren inzwischen gewinnt als noch vor ein paar Jahren. Aber auch da, ja wie gesagt, seine Leistungswerte gut abrufen kann. Auf jeden Fall. Ist extrem interessant, wie sich das alles auch entwickelt hat und wie viel auch mittlerweile in das Einzelzeitfahren von den großen Teams investiert wird. Man muss sich ja alleine nur vorne den Vorbau und die Armposition, wo eben er drin sitzt, anschauen. Das sind alles Maßanfertigungen, alles wirklich genau auf den Fahrer drauf optimiert. Das für uns Otto-Normalverbraucher ja eben so zu bekommen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Genau. Also es ist auf jeden Fall extrem spannend, da den technischen Fortschritt auch zu sehen. Absolut. Und da bin ich auch völlig bei dir. Ich finde auch, wir sehen beim diesjährigen Giro schon sehr, sehr viele Dinge, die auch ausprobiert werden, die neu sind, gerade im Zeitfahrsegment. Und bin auch schon gespannt, wenn es dann im Juni, Juli zur Tour de France geht, weil auch da werden ja immer klassischerweise viele neue Innovationen getestet und auch versucht, überall das letzte ja, Tausendstel noch rauszuholen beim Fahren. Definitiv, also da wird überall dran geschraubt und man mag meinen, es ist das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn man sich eben so die Leistungen anschaut und auch die Geschwindigkeiten. Aber ich bin mir da auch sicher, der technische Fortschritt über die Jahre, wenn sie auch nur klein sein sollen, wird da auf jeden Fall nochmal die ein oder andere weitere sportliche Höchstleistung herausfordern. Wie viel ist da jetzt Genetik und wie viel ist davon jetzt ja, hartes Training? Also das kommt natürlich auch immer auf die einzelnen Leistungswerte drauf. Und ich würde sogar dahin gehen, dass man bis wahrscheinlich 75er VO2 Max das ganz gut trainieren kann und alles darüber hinaus dann wahrscheinlich genetische Veranlagung ist. Man wird ein Fahrer, also die VO2 Max, das ist ja das maximale Volumen, was die Lunge an Sauerstoff aufnehmen kann. Und das ist einfach auch der Körperform und auch ja, wie der Körper aufgebaut ist, sind da einfach natürliche Grenzen auch gesetzt und man kann das nicht unendlich trainieren. Ich denke, die Genetik wird schon einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Das in Prozent auszudrücken, finde ich schwierig. Aber man braucht da schon eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um da ganz vorne mitfahren zu können. Ich sag mal sowas wie jetzt beim Filippo Ganna oder auch bei Mathieu van der Poel, der hat ja auch so ungefähr 80, 82er VO2 Max.
da kommt man schon ganz, ganz gut ran. Vereinzelte Fahrer natürlich, ne? Aber ich kann da nicht genau oder konkret sagen, wo, in welchem Verhältnis das da steht. Also ich habe Hobbyfahrer, die haben auch eine sehr, sehr gute VO2 Max jenseits der 75. Da muss man dann schauen. Vielleicht gibt es dazu auch Studien, Laurin. Das wäre vielleicht nochmal eine spannende, spannende Aufgabe, da mal zu schauen, wo sich, ich sage mal jetzt den Begriff Hobbyfahrer und Profisportler, wo die sich da abgrenzen und wie da der Weg hin ist, wo da die Grenzen einfach sind. Es gibt ganz, ganz wenig Fahrer oder Sportler allgemein auf der Welt, die jenseits der 90 Millimol pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht sind. Und ich denke, das wird dann auch immer, der Kreis wird dann immer kleiner werden. Und ich sage mal, wenn gute Hobbyfahrer schon 60, 65er VO2 Max schaffen, dann sind das schon vernünftige Werte. Definitiv. Auch nochmal, um seine eigene Historie zu sehen, sein Vater war ja auch früher bei den Olympischen Spielen mit dabei. Also sprich, in der Familie als Ruderer auch. Da braucht man ja auch dementsprechend ein gutes, eine aerobe Kapazität. Und da kann man schon so ein bisschen das Talent irgendwie auch in der Familie sehen. Aber definitiv unbestritten, die unzählige Arbeit, die er da rein investiert hat, das wird ihn dahin gebracht haben, wo er denn eben auch jetzt ist. Ganz interessant, was du auch noch gesagt hattest, die letzten 2 Kilometer, da hat er dann 590 Watt auf die Pedale gebracht. Das ist ja auch umgerechnet so circa 2 Minuten gewesen. Ich hatte mich letztens auch mal auf einen 1-Minuten-Test eingelassen, habe da auch alles gegeben und es waren, 630 Watt oder sowas. Und da muss man sagen, das ist ja meine besten 1 Minuten, die ich so hingelegt habe. Und er macht es auf den letzten 2 Kilometern von einer Grand Tour, wo noch eben 3 Wochen kommen, wo man nicht sagen kann, jetzt leg mal wirklich alles rein, was irgendwie in deinem Körper drin steckt. Also da sieht man einfach, was er da auf den Asphalt brennt. Absolut. Und Einzelzeitfahrer sind auch sehr spezielle Fahrertypen und man darf auch beim Filippo Ganna nicht vergessen, er wird natürlich seinen Freiraum da bekommen und soll natürlich da auch bei den Einzelzeitfahren die Siege einfahren. Er hat aber auch genauso gut auf den weiteren Etappen wichtige Helferdienste zu leisten für seinen Kapitän Egan Bernal und auch das muss er sich gut einteilen und wie du das gerade schon gesagt hast, der Organismus, der Körper muss über 21 Etappen, über 3 Wochen permanent sehr, sehr hohe Leistungen erbringen. Und da kann man sich natürlich nicht auf den ersten 8 Kilometern völlig ins Nirvana schießen. Er wird schon alles gegeben haben, aber auch an die folgenden Etappen schon gedacht haben. Definitiv. Er ist ja mittlerweile auch so hoch trainiert, dass seine Regenerationsfähigkeit das ja auch zulässt, dass er an den nächsten Tagen da auch wieder seine Leistung bringen kann. Ich finde es auch ganz spannend. Ineos hat ja auch einen, sagen wir mal, einen sehr strukturierten Plan, was so die Grand Tours angehen. Was auch interessant war, gestern hat er ja auch in der Führungsarbeit extrem viel Arbeit geleistet, obwohl er. Und auch sehr lang, er ist sehr lang von vorn gefahren. Genau, obwohl er eben auch da im rosa Trikot ist. Also, sprich, er hat schon auf jeden Fall seine klare Rolle in dem Team und man ist sich seiner Qualitäten bewusst. Für das Gesamtziel muss er aber trotzdem da eben seine Dienste leisten. Ja. Um das Ganze auch nochmal zu untermauern, was er da geleistet hat, habe ich nochmal hier eine kleine Folie vorbereitet zum Einzelzeitfahren. Also es war die erste Etappe beim Giro, es war in Turin, 8,6 Kilometer Länge und der Filippo Ganna hat 8 Minuten 47 gebraucht und ist dabei 58,748 km/h Average Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren. Was schon sehr, sehr beeindruckend ist. Und witzigerweise lädt der Filippo nicht alle Daten auf Strava hoch, aber er hat die Datei hochgeladen von dem Warm-up und er ist am Vormittag ist er 3 Runden diese Strecke abgefahren und hat sich da auch schon getestet und hatte da beispielsweise die beste Minute über 576 Watt, also er hat da auch schon ein bisschen intensiver die Strecke getestet, sich alles im Detail angeschaut und was ich persönlich immer sehr beeindruckend finde, ich empfehle immer meinen Sportlern viel auf die Trittfrequenz zu achten und er ist diese 3 Runden ist er mit einer durchschnittlichen Trittfrequenz von 104 Umdrehungen gefahren, also schon mit einer sehr, sehr hohen Kadenz, um auch natürlich für das Zeitfahren selber dann schon mal den Körper so ein bisschen auf Betriebstemperatur zu bringen. Und im Vergleich, auch das Einzelzeitfahren war ja relativ kurz. Ich weiß gar nicht, Laurin, weißt du, wie lange oder ab wann ein Einzelzeitfahren als Prolog gewertet werden kann? Wie lang da die Distanz sein darf? Ich glaube, ich habe im Kopf 6 Kilometer. Ich hatte, aber okay. Da will ich mich auch nicht festlegen. Ja, genau. Ja,
Also er ist jetzt 8,6 Kilometer gefahren und hatte aber zum Zweitplatzierten schon 10 Sekunden Zeitdifferenz, was ich schon sehr, sehr beachtlich finde. Und ich habe das auch nochmal in den Durchschnitts-kmh runtergerechnet, er war 1,1 km/h schneller. Auf die Stunde gesehen ist das schon eine ganze Menge, was er dann da auch an Zeit rausfahren würde gegenüber den anderen Platzierten. Was erwartest du noch von Ganna? Vielleicht jetzt im Giro und auch allgemein? Ich glaube, wenn sich die Gelegenheit gibt und das Thema Gesamtklassement relativ safe ist, das heißt, wenn jetzt der Egan Bernal super Zeiten rausfährt und einen ausreichenden Vorsprung hat, dass der Herr Ganna auch nochmal seine Freiheiten bekommt. Letztendlich tippe ich auch auf die letzte. Ich glaube, die letzte Etappe ist auch nochmal ein Einzelzeitfahren. Da glaube ich, bei einem ganz normalen Giro-Verlauf, wenn da nichts schief geht, dann wird er auch da nochmal den Vogel abschießen und wird das Ding auch gewinnen. Und ich bin natürlich gespannt, du hast es vorhin eingangs schon gesagt, er kommt von der Bahn. Ich persönlich mich würde interessieren, wie das Thema Olympische Spiele dasteht. Jetzt nicht unbedingt vielleicht dieses Jahr, sondern dann in der nächsten Ausgabe, weil er von der Bahn kommt, da auch super Leistungswerte hat. Er hält den Weltrekord auf 4000 Meter, glaube ich, ne? 4000 Meter, genau, bei 4 Minuten einer Sekunde liegt er. Er hat ihn sogar schon tatsächlich selbst verbessert gehabt vorher. Und also er schraubt in einer eigenen Liga und versucht da sich selber eigentlich nur zu übertreffen. Genau, er tritt da in der Einerverfolgung, in der Mannschaftsverfolgung an. Es ist extrem spannend zu sehen. Also so wie er jetzt hier momentan fährt, ich denke, da wird auch eine richtige Belastungsstörung auch sein. Also er kann das Niveau natürlich nicht das ganze Jahr über so halten. Aber ich denke dann auch, sein großes Highlight wird Tokio eben sein mit eben dann auch der Einerverfolgung. Und man kann, glaube ich, dann auch so forsch das formulieren, dass da nichts anderes als der Sieg sein Ziel ist und auch die Ambition. Was findest du von der Vergleichbarkeit? Ich finde, er erinnert mich ganz, ganz stark an Fabian Cancellara damals in seinen jungen Jahren. Und ich könnte mir persönlich zum Beispiel auch vorstellen, dass vielleicht der Filippo Ganna auch später auf die Klassiker mehr geht. Gerade die ihm liegen. Flandern-Rundfahrt und vielleicht Paris-Roubaix. Definitiv, auf jeden Fall. Sehe ich genauso, gehe ich mit dir mit. Es ist auch interessant, er hat mal den Streckenrekord beim Tirreno Adriatico, ich weiß nicht welches Jahr, von Fabio Cancellara eben geschlagen. Die Länge, es war kurz, auch irgendwas mit 10 Kilometern, aber hat es auch über 10 Sekunden verbessert. Also sein, vielleicht wie wir sagen, so sein Pendant, wo er mal hin sein könnte, hat er schon übertroffen. Ja. Paris-Roubaix hat er tatsächlich auch sogar schon mal gewonnen, also in der U23. Welches Jahr, weiß ich nicht mehr. Aber natürlich beim Klassiker, da sind auch hohe Wattzahlen eben notwendig. Da muss es auch zur Sache gehen. Ich weiß, dass er das tatsächlich, glaube ich, sogar in der letzten Austragung Paris-Roubaix, dass er da leider DNF, did not finish, stehen hat. Aber langfristig die Werte, die er auf die Bahn, die er im Einzelzeitfahren bringt, wird er bestimmt auch dann auf die schweren Eintagesrennen übertragen. Ja, ich denke auch, Laurin, das ist ein toller Abschluss. Wenn die Leute Fragen haben oder Infos, wir verlinken unten drunter die Studie aus Dänemark. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, haut das gerne in die Kommentare. Ansonsten sind wir soweit durch. Vielleicht machen wir im Laufe des Giros nochmal einen Performance-Talk und besprechen vielleicht mal das Thema Bergfahren. Das werden wir alles sehen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wenn ihr Fragen habt, schickt die gerne rüber. Laurin, hast du noch was zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer? Nicht von den Zahlen, die Ganna da auf die Pedale dringt, entmutigen lassen. Man muss einfach seine eigenen Ziele im Blick behalten. Und wenn ich mir so seine Zahlen angucke, muss ich sagen, okay, da ist doch noch eine Riesenlücke da und es ist wirklich übermächtig, aber es macht ja auch Spaß, sich erstmal zu schauen, wo sie die Top-Performance in der Weltspitze eben sich bewegt. Genau. Ich glaube, du hast gesagt, wir machen die Sache hier rund und gerne abonnieren, Daumen hoch geben und dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal uns in der weiteren Runde mit dem Performance-Talk wieder melden. Laurin, vielen Dank und tschüss bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Ciao.